So, alles zusammen. Seit 500 Jahren hat wohl niemand mehr gegen einen Drachen gekämpft. Wollen wir doch mal sehen, ob diese Feuerschlangen der Geschichten auch wirklich treu bleiben, die man sich erzählt. Inigo? I cannot wait to reach the Western Watchtower and meet this dragon. I wonder what it is going to smell like. Ich kann euch sagen, an das, was ich mich erinnern kann, haben sie nicht einen ziemlich starken Eigengeruch. Aber egal. Auf geht's. Okay, let us get back Und to wir sind it. ja nicht alleine. Wir sind da mehrere, die unterwegs sind. Dann wollen wir sehen. Da sind die Wachen. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ausgetobt hat er Es sieht sich. schlecht aus, aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Sicherlich. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Waffe ziehen. Ganz wichtig. Ausgetobt hat er sich jedenfalls hier. Und nicht zu knapp. Wenn der Turm mal voll und ganz in seiner Blüte stand. Okay, das war ihr Relief. Jemand da? Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell! Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns, er kommt zurück. Da ist er nochmal, gut! Haben wir das Dreckvieh doch gebührlich entfangen. Riesig ist es jedenfalls, das Ding. Ja. Dann soll er mal hinkommen. Wo ist er denn? Da ist er. Setz dich mal hin, du elendiger Drache. Macht er denn dort hinten? Schreit er denn so rum? Naja. So weiß ich. Irgendwas von wegen einem Schrei. Schauen wir mal. Okay. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr da? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Bin ich ganz sicher. Ich habe viel erlebt in meiner Zeit als Nekromant, aber so etwas habe ich noch nie gespürt. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Nun, ihr kennt jetzt einen Schrei. Den kanntet ihr vorher noch nicht, oder? Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt.
Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Vielleicht. Elif? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Drachenblut also. Hell? Did you need something? Nicht wirklich, nein. Aber vielleicht hättet ihr etwas darüber gewusst. Ihr seid ja länger als ich unterwegs schon, aber anscheinend nicht. Wollen wir weitermachen. Good talking to you. Wie immer, mit euch auch. Inigo? Are you feeling okay? You took that dragon's soul. It did not look or smell natural, my friend. If that happened to me, I would no doubt soil myself. Keine Ahnung, ich habe so etwas noch nie gespürt. Nicht nur, dass meine Gefühle zurückkehren, aber es scheint mir im Moment gut zu gehen. If you say so, maybe we should visit a healer just in case. Then again, I do not believe the involuntary absorbing of dragon souls is something most healers have experience with. It was just a little surprising to witness. I am sure you are all right. Maybe. Wer weiß, was die Welt noch so alles für einen offenhält. Strack? Gut. Dann wollen wir weitermachen. Till they waggle again. Throg, be here. Du hast deine Aufgabe wahrlich meisterlich vollführt. Du hast einen Drachen getötet. Und dafür sollst du dafür belohnt werden. Geh ein und finde Frieden. Wiggy! Wiggies! No? Gut. Wollen wir weitermachen? Dann wollen wir Bericht erstatten gehen. Dass ich, oder besser gesagt, dass wir eine uralte Feuerschlange getötet haben, die eigentlich per Definition gar nicht mehr existieren dürfte. Was die Welt doch alles so für uns parat hält, nicht wahr? Komisch. Aber wo kommen diese Drachen her? Ihr habt das auch gehört, oder? Inigo? The Jarl is going to be very happy with you. Killing that dragon deserves a reward, I reckon. Maybe ask for your weight in sweet rolls. Okay, gut. Weitermachen. If you need anything else, just ask. Genau, wir sind ja jetzt nur noch zu dritt. Ein Drauger
hat er nochmal gegen einen Drachen gekämpft. Somit ist es gerechtfertigt, dass er zu seinen Ahnen einkehren kann. Ja, die Khajiit sind immer noch da. Der Drache ist tot. Ihr könnt also ohne weiteres weiterreisen. Ja. Wer weiß, was sonst noch so für Sachen unterwegs sind. Sollte aber bis eine in die Zähne bewaffnete Khajiit-Karawane kein Problem sein. Außer natürlich, man wird eingekreist. Dann ist das natürlich was anderes. Dieser eine Luchs, der sich dahin verirrt hat, der lustigerweise keinen interessiert. Das soll es mich auch nicht interessieren. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Willetor. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Der Jarl wohl zu so später Stunde noch zu sprechen ist? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Man ist ja meist verwundert. Zu welcher Stunde ihre Lordschaft noch unterwegs ist. Vielleicht wartet er genauso sehnsüchtig auf neue Informationen bezüglich des Drachen. Wollen wir ihm die doch mal geben. Ja. Gut. Ihr seid endlich hier. Ja. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Gut. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja, der Drache war dort. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir alle haben diese antike Feuerschlange zurück dorthin geschickt, wo sie hergekommen ist. In die Vergessenheit. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass, wie eure Männer es bezeichnen, ich eine Art Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Nicht wirklich viel. Aber als ich den Drachen mich genähert habe, hat er sich aufgelöst und seine Seele hat sich in meinem Körper gefangen. Ich spüre immer noch seine Stimme in meinem Hinterkopf, die mir sagt, ich soll hier die Macht übernehmen. Doch ich habe meine Machtansprüche vor 500 Jahren schon lange begraben. Ich bin froh, einigermaßen meine Gefühle wieder zurückerlangt zu haben, aber vielleicht überzeugt euch das. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Und wer sind die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Und was wollen diese Graubärte von einem Nekromanten wie mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodka gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist.
Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Onga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ist das so? Ich beneide euch, wisst ihr? Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein, jetzt weiß ich. Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Okay. Ja, mein Herr. Bin also plötzlich ein Adliger geworden. Hell? What can I do for you? Indem ihr einfach dabei seid, bin ich schon froh. Weiter geht's. What? Oh, bye. Inigo? Congratulations on becoming a Thane, my friend. You wear the title well. Ich hab keine Ahnung, was man da machen muss, aber denkt ihr gerade an etwas? This is a roomy place. It makes me want to sing and dance and chase my tail. Do not worry, I will control myself. Das wäre gut. Weiter geht's. Okay, let us get back to it. Strack, ihr habt vorher rumgeschrien, irgendwas beizutragen? Your eyes catch my gullet. Sehr schön. Weiter geht's. They said something. When? Where? Why? Ja. Wird wohl so sein, ne? Gut. Dann wollen wir weitermachen. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay. Ich bin ein Tane, also. Was soll das heißen? Das letzte Mal, als ich mich mit Politik beschäftigt habe, hat die Hälfte dieses Reichs nicht mal existiert, deswegen. Was ist ein Tane? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Und ihr habt euch selber einen Huskarl genannt. Was ist das für ein hübscher Titel? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Das hört sich doch ganz nett an. Nun, Mädchen, meine Gruppe ist bereits voll und deswegen kann ich euch nicht mit auf diese Reise nehmen, aber wenn ihr im Namen von mir hier in Weißlauf einen Platz für mich frei haltet, werde ich euch sehr verbunden. Ich wünsche euch jetzt auch noch einen schönen Abend. Also gut. Gut. Dann wollen wir doch einkehren. Auch wenn ich meistens sowieso nur wach im Bett liege. Als Leiche kann man nicht wirklich schlafen.
Aber ich kann ja nicht nur immer auf mich selber schauen. Zwei von unserer Truppe müssen definitiv schlafen. Ich und Hell haben das ja schon längstens überwunden. Das Feuer dies neu ist eine Ode am Himmelsrand. Sehr schön. Sehr schön. Die Dame? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei, was braucht ihr? Ich suche Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Beutebrief? Banditenanführer. Na, das hört sich doch gut an. Irgendwelche Gerüchte gehört in letzter Zeit? Eine untote Kreatur. Sollte ich mir vielleicht mal ansehen, nicht wahr? Sonst noch irgendwelche Gerüchte? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Wer weiß das schon. Gut. Ich hab zu danken. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. So. Strack hat sich ja schon hingesetzt. Inigo? Denkt ihr gerade an etwas? I'm thinking maybe we should get a seat? Warum nicht? Darf ich euch etwas fragen? Sure. Warum erzählt ihr mir nicht etwas mehr über euch? I like eating trout and walks in the dark. Ah, okay. Noch was sonst? By fighting at your side, I believe I now walk a better path. Weiß ich nicht, ob ich das unterstützen kann. Aber warum nicht? Stark aufgepasst mit der Axt auf dem Rücken. There is nothing for me in my homeland now. This is where my heart says I should be. Ah, okay. Gut. Fire away. Was mit eurer Vergangenheit? My father showed my brother and I how to use a sword. My mother taught us the bow. Happy childhood memories. Sehr schön. Sonst noch etwas? I grew up in a Riverhold, not far from Cyrodiil. My brother and I headed for the Imperial City to find our fortune when we came of age. I found love, for a time at least. My brother found death. Die Liebe, Inigo? Well, now that I think about it, maybe it was not love. It was brief and, as it turned out, one-sided. Anyway, all that happened later. Den Tod, euer Bruder? I will come to that soon. There is a little more to hear first. Okay. Sonst noch etwas? My mother and father are both gone. They died protecting a trading caravan a few years back. I guess I am an orphan again. Ja, das tut mir leid. Aber wenn es euch tröstet, meine Familie muss wohl auch schon lange tot sein. Danke fürs Schubsen. Vor 500 Jahren bin ich das letzte Mal aus der Unterwelt gestiegen. Ist wohl auch ein bisschen länger her, aber wer waren eure Eltern? I suppose they were a bit of an odd couple, being an Argonian and a Khajiit, but they adored each other. And us. Despite their previous profession, they were good people. Tut mir leid für euren Verlust, Inigo. That means a great deal. Thank you. Gut. Darf ich euch noch etwas anderes fragen? You have my full attention. Sehr schön.
Warum entspannt ihr euch nicht ein bisschen hier? Wir gehen erst im Morgengrauen weiter. Why not? Let me know when you are ready to move on. Sehr schön. Naja, Hell und ich haben es da ein bisschen anders. Stark? Nein! Könnt ihr mir etwas über euch erzählen? Außer, dass ihr einen Sack über dem Kopf habt. They want the ear! Do they? Not much to say again. I always go far, but still more. Always more. Always go. Okay. Sehr interessant. Sonst noch etwas? What? Oh, still they want to waggle. Fine. Strahd comes from magic land. They knows it. They know. Oh, yes. Ein magisches Land. Was für ein magisches Land? Shh! Pinsies are listening again! Not fair! Always clawing! The water waddle! Time to run now! Run! Okay, stark. What now? Okay. Dann war das wohl, die Geschichte mit dem magischen Land und den Schlammkrabben. Dann rastet hier ein bisschen und wir gehen im Morgengrauen weiter. Onwards! Up! Sehr schön. Gut. Zadia, wacht auf, mein Schatz. Sehr schön. Dann wollen wir mal uns auch noch ein bisschen erholen, nicht wahr, Hell? Und im Morgengrauen... Wollt ihr was zu trinken? Nein, möchte ich nicht. Mich in Ruhe gelassen werden. Danke. Also bitte, keine weiteren Fragen. Nein. Weg. Schert euch irgendwo in eine Ecke. Dann will ich mich auch ein bisschen erholen und im Sitzen schlafen. Und beim Morgengrauen gehen wir weiter.